Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Legung. Ja, meine Lieben, ich möchte mich heute um den zweiten Peak Point im Oktober erinnern. Wer die Oktoberlegung gesehen hat, es gibt im Oktober so zwei Höhepunkte und der zweite steht jetzt quasi kurz vor der Tür. Und meine Lieben, ich mache dieses Mal Elemente Readings, weil ich so eine pickepackevolle Woche habe, dass ich einfach 12 Sternzeichen zeitlich gar nicht unterkriege. Am Ende ist es aber egal, ob da dein Sternzeichen drüber steht oder deine Elementegruppe. Entweder du gehst mit einer Legung in Resonanz oder du gehst mit der Legung nicht in Resonanz. Das heißt, entweder du fühlst dich angesprochen, du fühlst, als wäre es deine Botschaft oder eben nicht. Und das Gute an diesen Elemente-Readings ist, dass du die Möglichkeit hast, dir noch drei andere Readings anzuschauen. Denn wir haben alle Elemente vertreten in unseren Geburtshoroskopen. Vielleicht ist da dann eine Botschaft dabei, die besser auf deine Situation passt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir vier unterschiedliche Legungen rausbekommen. Es gibt jetzt am Anfang ein ganz kurzes Intro, weil ich ein bisschen was zu diesen allgemeinen Energien und was da überhaupt alles astrologisch passiert erzählen möchte. Für diejenigen unter euch, die sich aber vielleicht mehrere Elemente anschauen. Unten in der Infobox ist ein Hinweis, wann ihr dieses Intro überspringen könnt und wann es dann losgeht mit der Elementelegung. Eins möchte ich noch ganz kurz sagen. Es gibt heute die ersten zwei Elemente, morgen die nächsten zwei. Wie gesagt, meine Tage sind pickepacke voll. Und nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, meine Lieben, ich habe zwei Karten rausgesucht, die sechs Schwerter und den Tod. Der Tod ist die Skorpionkarte im Tarot. Und Skorpionenergie ist die Energie, die uns sehr, 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 sehr stark begleiten wird die nächsten Wochen. Denn es tritt am 23. Oktober die Venus und der Liebesplanet ins Sternzeichen Skorpion ein, gleichzeitig die Sonne, ne, das Sternzeichen, wir betreten die Skorpionzeit. Am 25.10. haben wir dann den super krassen Neumond im Skorpion, der gleichzeitig eine partielle Sonnenfinsternis ist. Das bedeutet einfach nur eine Eclipse-Season, dass diese Energien einfach deutlicher und intensiver, man kann es in der Skorpionenergie wirklich sagen, intensiver und extremer werden. Und am 29. folgt dann auch noch Merkur, unser Kommunikationsplanet, auch in Sternzeichen Skorpion. Deswegen ein Haufen Skorpionenergie, ne? Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, sage ich ja in den letzten Legungen die ganze Zeit. Und Skorpionenergie ist tiefgreifend, ist leidenschaftlich, ist emotional, ist intensiv. Und vielleicht auch ein bisschen extrem. So, auch am 23.10. wird Saturn direkt. Saturn, unser Lehrmeister. Der Planet, der uns vorantreibt. Ne? Der Planet, der Wegbereiter ist. So möchte ich es ein bisschen sagen. Ne? Saturn ist derjenige, der hinter uns steht und uns vorantreibt. Also ich kann es nicht anders sagen, weil dieses Vorantreiben ist auch der Grund, warum ich die sechs Schwerter rausgelegt habe, um die Saturn-Energie zu veranschaulichen. Saturn schickt uns in die Veränderung. Saturn schickt uns in die Transformation. Auf den sechs Schwertern, sie sitzen da manchmal ein bisschen schwerfällig drin. Das heißt, die Energie, die ich so wahrnehme, ob wir wollen oder nicht. Der November ist immer eine intensive Zeit, also die Skorpionzeit ist immer eine intensive Zeit, aber durch diese ganzen Planeten ist die jetzt doppelt intensiv betont, durch das, dass das auch noch eine Sonnenfinsternis ist. Ne? Also wir dürfen uns irgendwie darauf einstellen, dass wir intensive Zeiten vor uns haben, Zeiten, in denen sich Dinge total krass verändern können. Ich habe gerade einen astrologischen Forecast gelesen zum Neumond im Skorpion. Und da habe ich so einen schönen Satz gelesen. Wir erfahren jetzt die Wiedergeburt des Herzens. Und auch mit dieser Venus-Energie. Genauso fühlt es sich an. Ne? Venus ist nicht nur der Planet der Liebe. Der Venus ist der Planet der Selbstliebe, der Selbstwahrnehmung, der Schönheit, der Fülle, aber auch des Reichtums, der materiellen Werte. Also ob wir wollen oder nicht. Wir werden in den Bereichen in die Veränderung geschoben, in denen
aus Sicht des Universums dringend eine Veränderung notwendig ist. Genau, und was das jetzt für die einzelnen Elementegruppe bedeutet, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und deswegen vielen lieben Dank und jetzt geht's los. Hallo meine lieben Luftzeichen und herzlich willkommen zu eurer Legung. So, meine Lieben, wir beginnen direkt. Als erstes gibt es mal eine Karte aus meinem Moonology Oracle. Und dann legen wir erst alle Karten aus und dann schauen wir, was für eine Botschaft rauskommt. Das mit der Resonanz habe ich ja im Intro gerade schon gesagt, deswegen, ne? Du weißt Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die Erdzeichen und die Wasserzeichen, die ich ja gestern schon gemacht habe, die waren sich sehr, sehr ähnlich. Deswegen... Vielleicht gibt es einen roten Faden, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. So, eine Botschaft hier für meine Luftzeichen. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Okidoki. Ne, das geht so ein bisschen in diese Skorpion-Energie. Auf jeden Fall. Dann. Es ist so witzig, diese Karte Ordnung schaffen hat sich auch in beiden Legungen gestern gezeigt. Und die Skorpionenergie, die Erneuerung. Liebes Universum, eine Hauptenergie für meine Luftzeichen. War das die Erneuerung? Nein, ich dachte, es war die Erneuerung mit dem Strom. Go with the flow. Okidoki. An der Unterseite des Decks die Ausgewogenheit. Das ist meine Waagekarte in diesem Deck. Sich treiben lassen. Also, ne, ich ehrlich gesagt nehme ich so ein bisschen Bötchenenergie auf jeden Fall hier wahr. Okidoki. Rate Schicksalsritter der Stäbe. König der Schwerter, Wassermann-Energie. Also, ihr zeigt euch schon ganz laut, liebe Luftzeichen. Gut, eine Botschaft, beziehungsweise ich habe eine Fragestellung hier. In welche Veränderung treibt Saturn meine Luftzeichen. In welche Veränderung treibt Saturn meine Luftzeichen? Oh, wow. Oh, wow. Ass der Stäbe. Jetzt auch in jeder Legung. Das Ass der Stäbe, die Königin der Münzen, der Page der Kelche und der Ritter der Kelche. Meine Lieben, ich würde behaupten, es gibt einen roten Faden und der rote Faden hat etwas mit einer emotionalen Veränderung zu tun, mit einer positiven emotionalen Veränderung durch eine andere Person. Das ist der rote Faden tatsächlich in diesen Legungen. Ich habe keine Ahnung, warum du dich nicht von Vergangenem bremsen lassen sollst. Das möchte ich gerne erklären. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Warum liegt diese Energie hier? Die sieben Stäbe und die fünf Stäbe. Okay. Ich nehme eine sehr, sehr ähnliche Energie wahr hier bei den sieben Stäben und der Königin der Münzen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du bist gerade in so einer Energie, ich lasse mich von nichts und niemand aus der Ruhe bringen. Ich weiß nicht, ob du nicht gestört werden möchtest, ein bisschen nehme ich so wahr, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dir geht es gerade gut. Auch witzig, dass die Augen hier auch geschlossen sind. Ne? Alle, du hast hier überall die Augen geschlossen. Interessant. Du hast hier überall die Augen geschlossen. Darüber muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, was es in deiner Vergangenheit für Konflikte gab, für Probleme, definitiv
eben auch fünfstäbemäßig mit anderen Menschen. Ich habe das Gefühl, du hast dich da irgendwie zurückgezogen, distanziert. Vielleicht, na, hast du auch gerade so eine Zeit des Rückzugs hinter dir. Ging vielen so, erst durch die Jungfrauzeit, dann die Portaltage. Vielleicht bist du gerade sehr bei dir und ja, hast dich von irgendwelchen Dingen, die, von denen du auch das Gefühl hattest, dass sie dir nicht gut tun oder dass sie deine Ruhe stören oder so. Ich nehme wahr, dass du dich da distanziert hast. Ich hätte gerne mal was zum Pagen der Kelche und zum Ritter der Kelche gewusst, weil ich habe das Gefühl, also den Ritter der Kelche nehme ich definitiv als eine andere Person wahr. Und ich, ne, jeder, der mich länger kennt, das ist mein absoluter Lieblingsritter der Kelche. Ich finde den wirklich attraktiv. Und Page der Kelche gibt mir so ein bisschen das Gefühl, ja, hier könnten so ein bisschen Schmetterlinge in der Luft sein, hier könnte ein bisschen Flirt die Energie sein. Deswegen mal eine Botschaft hier zum Ritter der Kelche. Der König der Münzen, okay. Power Couple Energie, just saying. Also hier ist definitiv eine andere Person, die irgendwie deinen Weg kreuzt. Das Ass der Stäbe. Was ist denn hier diese neue Energie, die da, auf die du dazu getrieben wirst? Sagt man das so? Zugetrieben wirst? Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist. Eine Botschaft hier zum Ass der Stäbe. Puh. Okidoki, meine lieben Luftzeichen. An der Unterseite des Decks nochmal die sechs Schwerter. Ich habe das Gefühl, du bist da bereits, also du treibst da bereits drauf hin, auf diese Veränderung, auf diese Begegnung. Ich weiß gar nicht, ob dir, vielleicht ist es dir gar nicht bewusst. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass du bereits in einem Bötchen sitzt und einer großen Veränderung entgegenfährst. Denn die Klärungskarte zum Ass der Stäbe, meine Lieben, ist das Ass der Münzen. Und hier hätten wir das Münz-Power-Couple und das Ass der Münzen. Also, ich weiß nicht, was das für ein Angebot ist oder für eine Chance. Ich glaube aber, dass du Ich nehme den Pagen der Kelche ehrlich gesagt eher ein bisschen, also auch wenn da, ne, eine männliche Person drauf ist, ich nehme es ein bisschen mehr als deine Energie wahr, so dieses, oh, ich fühle mich total beflügelt und ne, ich drifte so ein bisschen in meine kleine Fantasiewelt ab und denke darüber nach und ne, ich habe irgendwie das Gefühl, in dir macht sich eine wundervolle Ruhe breit. Also, ich weiß nicht, was du in deiner Vergangenheit alles so erlebt hast. Aber irgendwie hast du dich ja davon distanziert. Ne? Die sechs Schwerter sagen mir, du hast irgendwas hinter dir gelassen. Vielleicht hast du wirklich viel Zeit mit dir selbst verbracht in den letzten Wochen oder mit Selbstheilung, mit Selbstliebe. Und na, König der Münzen, Königin der Münzen, das ist Matching-Energie. Ne? Das ist einfach so, hey, du strahlst einen total entspannten, gelassenen Vibe aus. Ne? Du bist irgendwie auf jeden Fall in einer Situation, wo du sagst, ich bin zufrieden mit mir oder ich komme irgendwie selber bei mir an und irgendwie treibt dich deine Energie in die Arme, will ich fast sagen, in die Arme von einer Person, die in der absolut selben Energie daherkommt. Ne? Das kann definitiv hier, ich meine, Page der Kelche sind Nachrichten, sind, keine Ahnung, ist, man läuft sich über den Weg, man flirtet beim Bäcker, irgendwie, das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Anfangsenergie, gerade mit diesem Ass der Stäbe, Ass der Münzen. Ich will mal ganz kurz schauen, ich sag's ganz ehrlich, ich nehme hier Beziehungen wahr, kann am Ende des Tages, ne, können das auch Jobangebote sein oder eine Zusage für eine Wohnung oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Aber da es ja irgendwie um die Wiedergeburt des Herzens geht, ne? Was ich ja im Intro gesagt habe. Und Skorpion-Energie, auch eine sehr, ne? Also Wasserzeichen-Energie, auch eine sehr emotionale, tiefgründige Energie ist, nehme ich es irgendwie ein bisschen stärker, ne? Weil halt hier auch Page der Kelche und Ritter der Kelche liegt. Ich nehme es ein bisschen mehr wahr als
eine Begegnung mit einem, eine Begegnung auf emotionaler Ebene. So, eine Begegnung auf emotionaler Ebene. In jeder Partnerschaft gibt es Momente, in denen es mehr darauf ankommt, sich der Strömung zu überlassen, als einen gemeinsamen Kurs zu bestimmen. Kannst du dich von dem Bedürfnis lösen, dass die Dinge nach deinem Kopf gehen und zulassen, dass die Beziehung selbst in Form eurer gemeinsamen Ziele und Wünsche ihren Weg findet? Könnt ihr beide eure Persönlichkeitsgrenzen transzendieren und damit eurer Partnerschaft ihre eigene Identität und Energieform entwickeln lassen? Jetzt heißt es, zu entspannen und zu schauen, wohin die gemeinsame Reise geht. Und die sechs Schwerter sagen mir definitiv, ne, und auch diese Energie mit diesem Bötchen, reden definitiv von einer Reise. Also das kann, wenn ich jetzt hier mal im Beziehungssektor bleibe, dann kann das irgendwie eine Begegnung sein, eine Wiederbegegnung oder eine Begegnung mit einer völlig neuen Person. Ne? Es ist offensichtlich, also zwei Asse sind für mich immer so der Hinweis, so, es ist neu. Ne, es ist ein unbeschriebenes Blatt, muss es aber nicht immer zwangsweise sein. Aber ich nehme schon wahr, irgendwie so eine Begegnung, in der man schaut, matchen unsere Werte, matchen unsere Vorstellungen. Und da ich aber das Gefühl habe, dass eben auch sehr viel Leidenschaft und alles in der Luft liegt, ne? Ast der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft und Page der Kelche, auch so ein bisschen Schmetterlingsgefühle, würde ich behaupten, dass hier irgendwie der Beginn einer Love Story liegt, meine Lieben, um ganz ehrlich zu sein. Der Beginn einer Love Story. Ich möchte. Also die sechs Schwerter, wir merken uns, dass die hier liegen. Ne? Möglicherweise drei Kelche, sechs Stäbe, wow, 10 Kelche, okidoki. Möglicherweise ein Freund, ne? Drei Kelche Freundschaftsenergie, sechs Kelche Vergangenheitsenergie. Vielleicht jemanden, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Vielleicht auch wirklich jemand, den du nicht auf dem Schirm hast, ne? Aber hier kann definitiv so eine Entwicklung liegen von Freundschaft zu Liebe. Es kann eine Person aus der Vergangenheit sein, wo man irgendwie die ganze Zeit so in der Friendzone war und ne, irgendwie entwickelt sich jetzt hier gerade mehr, man begegnet sich. Ne? Das kann so, oh, man begegnet sich zufällig wieder. Und dann fängt man an, sich wieder zu treffen und irgendwie ist der Vibe dieses Mal anders. Früher war es freundschaftlich, jetzt ist es, ne, irgendwie halt anders. Aber sehr kelchig, eine sehr emotionale Energie liegt hier. Und ich habe das Gefühl, du treibst da wirklich direkt drauf zu. Ich meine, ne, jetzt haben wir hier das dritte Ass, Ass der Schwerter. Es wird sich ziemlich klar. Wow, meine Lieben. Oh yeah. Wir haben alle vier Asse hier. Ast der Schwerter, Ast der Kelche, die müssen wir rauslegen, wenn sie sich zeigen. Wow, meine Lieben. Are you ready for love? Das sehe ich hier. Ne? König der Schwerter. Der Narr auch nochmal. Ein völlig neues Kapitel, eine völlig neue Reise. Und was ich abklären wollte, also, sorry, ich bin ein bisschen in Stocken geraten aufgrund dieser vier Asse. Oh, ausgeben, ausgeben, ausgeben. Was mich noch interessiert, das will ich sagen, bevor wir ins Extended einsteigen. Ja, vielleicht geht es darum, dich auch wieder zu öffnen. Ne? Vielleicht hast du gesagt, hey, ich habe jetzt gerade erstmal den ganzen Quatsch hier hinter mir gelassen. Ne? Und jetzt geht's die Wiedergeburt des Herzens. Jetzt geht es darum, vielleicht auch wirklich ne, die Chance, die sich hier zeigt, Ast der Stäbe, Ast der Münzen, als solche auch zu erkennen und dein Herz zu öffnen und ne, es einfach mal laufen zu lassen, es einfach mal fließen zu lassen, ohne darüber groß darüber nachzudenken, wo geht's hin, sondern hier liegt dieses, hey, lernt euch kennen und ihr werdet sehr schnell feststellen, dass eure Werte übereinstimmen, ne, dass, keine Ahnung, Münzenergie ist so die Basis, ne? Die Basis stimmt. Das sehe ich hier. Aber ich will noch mal ganz kurz dieses Vergangene
abklären. Ich hätte gerne noch eine Energie hier zu dieser Vergangenheit. Für meine Luftzeichen. Die 8 Kelche, okay. Das Uni, na, wir haben die 6 Stäbe gehabt, die 6 Schwerter gehabt, jetzt haben wir die 8 Kelche. Schau nicht zurück. Ne, lass dich nicht von vergangenen bremsen, schau nicht zurück. Und da ist wieder, ne, sie ist bereits auf dem Weg. Also ich weiß nicht, ob hier irgendetwas nochmal reinkommt. Ob emotional oder im Außen, I don't know, was dich hier nochmal kurz aufhalten könnte. Ne? Sollte das irgendwie so sein, ne? Sollte irgendwie die Vergangenheit in deinem Leben auftauchen, in den nächsten Tagen, die schwierige, ne? Die konflikthafte Vergangenheit, dann ne, setz dir gesunde Grenzen. Lass dich jetzt hier bitte, bitte, bitte nicht bremsen oder nicht aufhalten oder im schlimmsten Fall sogar ne, irgendwie einen U-Turn machen. Geh nicht in irgendwas zurück, was schon mal problematisch war, weil du bist hier bereits unterwegs in was richtig, richtig, richtig Gutes. Wirklich. Geh weiter. Ich habe gestern, wow, meine lieben Zwillinge, ihr seid auch da, die leben dann an der Unterseite des Decks. Wow, die leben dann an der Unterseite des Decks. Ich habe gestern, ich weiß nicht mehr, war es bei den Erdzeichen? In irgendeiner Legung habe ich den Screenshot 222 vorgelesen, den ich schon mal in irgendeiner Wochenbotschaft vorgelesen habe. Ne? Diese Legungen sind immer miteinander verbunden, das ist bei mir einfach so. Und da stand drunter, du bekommst jetzt ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und dieses Zeichen wird klar und deutlich sein. Und das sehe ich hier mit dem Ast der Schwerter. Und ich sehe auch hier, ne, du bist bereits auf dem richtigen Weg. Wenn du etwas hinter dir gelassen hast, wenn du dich von irgendwas zurückgezogen hast, wenn du gesagt hast, hey, nicht mein Problem, ne? So, das ist die Energie. Dann geh bitte, bitte, bitte weiter. Du bist sowas von auf dem richtigen Weg. Und ich habe das Gefühl, Saturn, ne, der Vorwärtsplanet, nicht der Vorwärtsplanet, der jetzt direktläufig ist in seiner super krassen Vorwärtsbewegung, er bringt dich jetzt viel, viel näher hier hinten zu dieser Sonne hin. Also vielleicht ist irgendwie in der Skorpionszeit emotional nochmal ein kleiner Test, wo du über die Schulter blickst und sagst, soll ich zurückgehen? Diese Antwort oder diese Botschaft, nein. Nein, 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 nein. Geh weiter, weil wo auch immer du da gerade unterwegs bist, ne, du triffst hier drauf. Und egal, ob der König der Münzen jetzt jemand aus der Vergangenheit ist oder eine völlig neue Person, es ist wirklich, es ist glasklar, die Energie, der Vibe ist positiv. Ne? Du kommst ins Lachen, du kommst ins Schwärmen, du kommst ins Träumen, fängst an zu kichern, du freust dich über jede Nachricht, die auf deinem Display steht. Die Werte stimmen überein, ne? Ihr fangt an, so über Basics zu reden und du sagst, ja, okay, krass, ja, darauf kann man aufbauen. Ne? Und ich habe das Gefühl, du siehst diese Chance und du erkennst diese Chance. Und wenn du da bist, beim Ast der Schwerter und sagst, ne, das hier habe ich schon festgestellt, dass sich das richtig gut anfühlt. Dann hab auch den Mut, ne, emotional, auch wenn du irgendwie gesagt hast, ich habe jetzt erstmal emotional die Tür zugemacht oder so, darum geht es ja bei Skorpionenergie, emotional auch die Tür wieder ein bisschen zu öffnen, ne, deinem Herzen zu folgen und dich einfach darauf einzulassen. Und wenn sich bei dir so ein Gefühl von Schmetterlingen breit macht, dann lass sie zu, lass die Schmetterlinge fliegen. Ne? Schmetterling ist übrigens auch Skorpionenergie, witzigerweise. Denn die Liebenden, dieses Meeting zwischen dir und dem König der Münzen, ne, das ist herbeigeführt, meine Lieben. Wundervolle Legung. Okidoki. Und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich frage mal kurz nach deiner Herausforderung, weil hier steht ja, lass dich nicht von vergangenen bremsen, deswegen, ne, das fällt ja nicht ohne Grund. Da gehen wir nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Dann auch auf diese 4 Asse und natürlich auf den König der Münzen und dann schauen wir, was da rauskommen. Entschuldigung.
Genau, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos hier auf YouTube in meiner Soul Family in der Kanalmitgliedschaft. Wenn du wissen möchtest, wie du hier Member von meiner Soul Family werden kannst und was es da alles gibt, unten in der Infobox findest du einen Hinweis als auch ein kleines Video, wo ich das alles ganz genau erkläre. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, du bist sowas von auf dem richtigen Weg. Komm nicht ins Zweifeln. Ne? Du bist mittendrin in der Veränderung und vielleicht merkst du es noch nicht so. Ne? Vielleicht hast du irgendwie das Gefühl, so in deinem Leben passiert gerade nichts. Ne? Königin der Münzen ist ja eher so eine ruhige, entspannte, gechillte Energie. Das wird sich, ne? In deinem Leben wird bald was passieren, mein liebes Luftzeichen. Eine große Veränderung, ne? Wirklich. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alles gesagt. Vier Asse, die Liebenden, Power Couple Energie, Love is in the air, meine lieben Luftzeichen. Auch ihr habt hier eine, also nicht nur eine, ihr habt vier Chancen auf ganz, ganz wundervoll emotionale Begegnungen. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!